Herzlich willkommen wieder zu unserer Sendung aus dem Bundestag. Heute ist Montag, der 21. Dezember und der Bundestag tagt nicht mehr, der ist schon in Ferien. Aber es gibt noch Abgeordnete, die sind noch vor Ort, die haben nämlich eine ganze Menge zu tun. Dazu gehört auch der Vorsitzende des Verkehrsausschusses des Bundestages, Martin Burkhardt. Herzlich willkommen. Ein herzliches Grüß Gott. Und wie man hört, sind Sie aus Bayern, Sie sitzen auf gepackten Koffern, wollten aber noch mal zu uns kommen, um zu berichten, wie es in 2015 war. Und dann geht es nach Hause. Wohin genau? Nach Nürnberg, nach Franken, in das Herz Frankens, nach Mittelfranken. Nürnberg ist meine Heimat, die Stadt des Christkindlesmarktes, der Lebkuchen. Ja. Haben Sie welche mitgebracht? Lebkuchen habe ich für den Deutschen Bundestag im Verkehrsausschuss verteilt. Ja. Es ist ja eine Spezialität aus meiner Heimat. Und Sie fahren natürlich nach Nürnberg von Berlin aus mit dem Zug. Sie sind ja gelernter Eisenbahner. Ich fahre sehr viel Zug mit all den Dingen, mit denen man da konfrontiert wird. Pünktlichkeit ist ja ein großes Thema, aber auch der Zustand der Speisewagen, versperrte Toiletten, all das, mit dem sich der Bahnvorstand ja zurzeit befasst. Das ärgert Sie, ja? So als ehemaliger oder vom Herzen immer noch Eisenbahner. Ja, man bleibt ja Eisenbahner. Ja. Auch wenn man. Haben Sie auch eine Spielzeugeisenbahn zu Hause? Lang bei der Gewerkschaft ist ja. Und im Ernst? Ja, H0, wenn die Spurweite noch was sagt. Nee. Mein Vater hat damals uns die aufgebaut und mein Sohn ist auch schon wieder soweit, 7 Jahre alt. Ja. Eisenbahn ist immer Thema, ob das Lego ist oder Holzeisenbahn und dann natürlich, wenn sie dann fährt. Ja. Man bleibt es eben. Wie sehen Sie denn als Vorsitzender des Verkehrsausschusses, ist die Bahn ja, gehört ja zu Ihrem Arbeitsgebiet. Und da ist es nicht so doll bestellt, nicht zurzeit? Nein, wir blicken schon mit Sorge auf die Deutsche Bahn, in der Tat. Der Konzernumbau findet statt, besonders im Fernverkehr wird investiert, das ist gut, in neue Züge, in Qualität. Ich hoffe, die Versprechungen werden da eingehalten. Aber der Güterverkehr macht uns große Sorgen. Hier haben wir zurzeit 17,2% aller Güter werden auf der Schiene transportiert. Der Bahnvorstand will eher nach unten korrigieren und das wollen wir nicht. Aber früher ist doch genau umgekehrt. Wir müssen Güter auf die Schiene bringen, das ist das Gebot der Stunde. Und da müssen wir auch politisch die Rahmenbedingungen schaffen. Wir müssen die LKWs runterbringen von der Straße. Vielleicht braucht es da auch einmal ein Modellprojekt in Deutschland. Auch da arbeiten wir dran. Warum klappt das denn nicht? Ich kann mich erinnern, dass unter Willy Brandt, dem Bundeskanzler, das ist 40 Jahre her, war da schon mehr auf die Bahn. Ja, der Verkehr nimmt enorm zu. Wir geben viel Geld jetzt in die Deutsche Bahn AG. 28 Milliarden Euro in die Infrastruktur in 5 Jahren. Wir machen viel für den Lärmschutz, will ich auch mal sagen. Das ist, um die Akzeptanz in der Bevölkerung wiederherzustellen. Barrierefreie Bahnhöfe sind ein Thema. Aber wir müssen Güter auf die Schiene bringen. Und da ist der Vorstand gefordert. Ich bin froh, dass der Aufsichtsrat hier die Schulaufgaben beim Vorstand gelassen hat. Hat ja letzte Woche erst getagt, ne? Die müssen ein Konzept vorlegen, ja. Bis 2030, ein Gesamtkonzept und insbesondere für den Schienengüterverkehr. Da hat die Mannschaft von Herrn Grube noch einiges zu tun. Ja, aber dann lese ich so hin und wieder, dass die Person von Grube als Bahnchef auch schon in Frage steht. Herr Grube war der richtige Mann nach Herrn Medorn. Und jetzt ist er nicht mehr der Richtige? Ja, doch. Er hat viele Personen ausgewechselt. Er muss jetzt beweisen, dass es sich etwas ändert, vor allen Dingen was die Kundenattraktivität angeht und vor allem die Kundenzufriedenheit, aber auch nach innen, was Mitarbeiter angeht. Ich habe überhaupt kein Verständnis dafür, wenn Personal abgebaut werden sollte. Nächstes Jahr, Mitte des Jahres, wird man ihm informieren. Das ist dann Sache der Bundesregierung. Wir sind zu 100% Eigentümer, ob er eine Vertragsverlängerung bekommt oder nicht. Da steht doch schon der ehemalige Kollege von Ihnen als Bundestagsabgeordneter, Herr Pofalla, Klammer auf, CDU, Klammer zu, bereit, oder? Ja, ich muss sagen, ich habe einen guten Eindruck. Es wird ja oft gescholten. Ich habe gesagt, man muss dem mal Zeit geben, dem Herrn Pofalla. Er nimmt die Dinge ernst. Er kriegt von mir alle Beschwerden und ich kriege sehr viele von Kunden, von Reisenden. Jeder kann ja seine eigene Geschichte erzählen beim Bahnfahren. Und da bin ich mit ihm im Dialog und habe bisher einen guten Eindruck. Das will ich ja auch mal sagen. Also er wäre ein guter Nachfolger von Herrn Grube. Ach, das weiß ich nicht. Ich glaube, das muss man dann politisch entscheiden. Darüber reden wir dann in der Sendung im Sommer. Da komme ich wieder, wenn es soweit ist. Genau. Wir haben ja das letzte Mal gesessen, da war es Frühjahr hier. Ja. Und da haben Sie beklagt den Zustand der Brücken. Ja. Zustand der Straßen.
über BER reden wir noch. Was hat sich denn getan in diesem Jahr, vom Frühjahr unseres letzten Gesprächs bis heute am Ende des Jahres? Brückensanierung, kommt die voran? Brückensanierung kommt voran. Es gibt ein Sonderprogramm für Brücken, auch für Schienenbrücken. Wir nehmen so viel Geld in die Hand wie niemals zuvor. Der Bundesverkehrsminister ist der Minister, der richtig gut ausgestattet worden ist. 14 Milliarden Euro an Investitionen, 5 Milliarden in der Legislatur obendrauf und ein Konjunkturpaket von über 4,3 Milliarden Euro, die auch noch für Digitales und vor allem für Verkehr zur Verfügung stehen. Also wir haben richtig was getan, weil die Infrastruktur ist das Rückgrat unseres Landes, vor allem der Wirtschaft. Und schimpft mir ja immer über Herrn Dobrindt und sagt, der hat die Maut nicht durchgebracht, der taucht nichts. Aber wenn ich jetzt höre, was der für Geld hat, dann muss doch schon bald erkennbar sein, dass die Verkehrspolitik auf dem richtigen Weg ist. Ja, also er könnte ein bisschen mehr agieren, positiv. Er ist, wie er ist. Ich kenne ihn schon als Generalsekretär. Wir kommen gut miteinander aus. Kommt er auch aus Nürnberg? Er kommt aus Bayern, aus Garmisch-Partenkirchen. Nürnberg ist Franken und von daher gibt es schon Unterschiede. Das ist für uns in Berlin manchmal nicht so einfach, auseinanderzuhalten, die Bayern und die Franken. Also bei der Pkw-Maut haben wir natürlich eine ganz schwierige Phase gehabt. Wir sind froh, dass die Lkw-Maut erhöht worden ist, die Tonnen abgesenkt worden sind, da sind wir auf einem guten Weg. Aber wir haben auch eine schwierige Zeit gehabt, wenn ich an den Flugzeugabsturz von Germanwings denke. Und da haben wir, der Minister und ich, wirklich, glaube ich, den richtigen Weg beschritten. Es wird nächstes Jahr auch das endgültige Ergebnis dann da sein, was man auch verbessern kann. Und die Angehörigen haben das auch verdient, dass man das bis zum Ende aufarbeitet. Machen wir mal einen Vorausblick auf 2016. Was ist am dringendsten? Ja, die Brücken haben Sie schon angefasst, das läuft. Was ist jetzt 2016 für Sie das Dringendste, was zu tun ist, was getan werden muss? Also im Verkehrsbereich gibt es zwei Sachen. Wir müssen das Konjunkturprogramm Barrierefreie Bahnhöfe, damit die Menschen wissen, wo schaffen wir Barrierefreiheit. Das ist das Kleinere, das Größere ist der Bundesverkehrswegeplan. Das wird ein großer Akt. Alleine 1600 Straßenprojekte, die angemeldet sind, über 250 Schienenprojekte, über 50 Wasserstraßenprojekte. Was kostet das? Alleine die Straßenprojekte haben ein Volumen von 117 Milliarden Euro. Das werden wir nie leisten können. Es wird jetzt das Ranking kommen Anfang des Jahres. Was brauchen wir besonders? Was ist eher im unteren Drittel zu sehen? Und dann beginnt die Diskussion über ein halbes Jahr im Deutschen Bundestag. Und das bereite ich gerade als Ausschussvorsitzender vor. Und da stehen die Landräte bei Ihnen Schlange natürlich, nicht? Weil jeder seine Straße haben will. Jeder Abgeordnete hat das wichtigste Projekt in seinem Wahlkreis. Ja, überhaupt. Ohne das bricht Deutschland zusammen. Aber es gibt schon große Projekte. Wie entscheiden Sie denn sowas? Ja, am Schluss entscheidet das Parlament. Aber Sie sind erstmal der Vorsortierer, ne? Ja, wir werden jeden Mittwochnachmittag ein anderes Bundesland haben, wo wir im Verkehrsausschuss die Straßenprojekte diskutieren. Da werden die Wahlkreisabgeordneten da sein, werden ihre Argumente vorbringen, das Ministerium. Guck dir das an, Martin, sagen die, oder Herr Burker. Nee, das geht doch nicht, wenn du mir das streichst. Das Ministerium wird sagen, warum das aus bundespolitischer Sicht nur an 850. Stelle ist und der Abgeordnete es an erster Stelle sieht. Also das wird eine harte Auseinandersetzung. Aber wir haben im Koalitionsvertrag vereinbart, wir verteilen das Geld nicht mehr auf die Bundesländer, sondern wir machen das, was in Deutschland notwendig ist, an Infrastruktur, an Straßen, an Schiene, an Wasserstraße. Das wird ein harter Weg, auch für manchen Ministerpräsidenten noch. Nach welchen Kriterien entscheiden Sie das denn? Weil, wie gesagt, der Abgeordnete sagt, das ist das wichtigste Projekt überhaupt für Deutschland und bei Ihnen steht das an 850. Stelle. Wir haben uns auf 5 Kriterien geeinigt und alle Verkehrsprojekte sind nach diesen 5 Kriterien bewertet worden. Zurzeit läuft die strategische Umweltprüfung, also es wird geschaut, hat der Bundesverkehrswegeplan positive Auswirkungen auf CO2, auf Naturschutz, also auf Umweltbelange. Alles wird berücksichtigt und dann gibt es ein Ranking, Lückenschlüsse, Nadelöhre in Deutschland, Ziel- und Quellverkehre und Leitverkehre, gerade im Bereich der Autobahnen. Und dann müssen wir uns entscheiden, wo geben wir das Geld zuerst aus. Und dann denken Sie, wenn Sie im Bett sind, über Leit- und Nebenverkehre und alles das,
wie die Straßen zusammenkommen. Da ist doch gerade eine Eisenbahnstrecke neu eröffnet worden, wo denn ich in allen Zeitungen gelesen habe, ist total überflüssig. Nein, also ich bin froh, das betrifft ja meine Heimat. Neben dem BER wollen wir auch... Da kommen wir noch drauf. Fahrplanwechsel 2017 im Dezember. Wollen wir auch die Gesamtstrecke München-Berlin eröffnet haben. Es fehlt jetzt noch Nürnberg-Erfurt. Mhm. Man wird von München nach Berlin in 4 Stunden mit dem ICE fahren, von meiner Heimatstadt Nürnberg in 3 Stunden. Und jetzt hat man Erfurt eröffnet, Erfurt-Halle, Erfurt-Leipzig. Mhm. Und Leipzig-Berlin ist ja fertig, München-Nürnberg auch. Und heute fährt man noch 5,5 Stunden. Also das ist schon ein Quantensprung. Und ich hoffe, dass viele dann auch umsteigen vom Auto, vom Flieger in die umweltfreundliche Eisenbahn. Ja, und wenn dann der Flughafen BER fertig ist und die Züge dort unten, der Bahnhof ist ja schon fertig darunter, ja, dann kann man gleich, wenn man aus Asien kommt, nach Nürnberg nach Hause fahren mit dem Zug. Ja, das wäre doch toll, ne? Der Bahnhof ist fertig, ist auch schön. Leider fahren noch keine Züge, das bedauere ich sehr. Der BER hat uns in der letzten Woche wieder im Ausschuss 2 Stunden gekostet. Der Herr Mühlenfeld war da, der Herr Marx, der technische Leiter. Wir sind sehr ins Detail gegangen. Und die Botschaft ist, noch steht 2017 als Eröffnungstermin. Der November wird genannt. Den Tag schon? Der Tag noch nicht, aber der Monat November ist genannt worden, 2017. 9. November wäre doch fantastisch. Das können wir dem Herrn Mühlenfeld mal vorschlagen, den 9. November. Ich bin ja sehr skeptisch. Ich habe ja mit dem Herrn Medon früher ein hartes Gefecht ausgetragen, weil mein Eindruck war und ist, das Berliner Schloss wächst und wächst und wächst und wird vielleicht eher fertig sein wie der Berliner Flughafen. Das hat der Flughafengeschäftsleitung allerdings nicht so gut gefallen. Unter uns, das Schloss ist projektiert Eröffnung 2020. Ja. Ja, also wenn das vorher fertig wird als der Flughafen, dann können wir uns wirklich was machen lassen. Aber jetzt steht, sagen Sie, der Chef des Flughafens, Herr Mühlenfeld, war bei Ihnen im Ausschuss letzte Woche, November. Ja, wir könnten ja mal eine kleine Ausschreibung machen. Wünschenswerter Tag. Also 9. November wäre nicht schlecht. Aber Sie glauben nicht so richtig dran. Sie haben ja in dieser Sendung schon gesagt, im Frühjahr, das wird nichts. Mit den Planungen, die da in der Diskussion sind, das ist zu optimistisch. Also ich würde mit Ihnen keine Wette eingehen, wenn Sie sagen... Oder ich mache das nicht, Sie wissen da mehr. 2017, wir haben gesagt, gut, wenn das alles läuft, wir haben uns die Planungsabläufe angeschaut, wenn das alles klappt, dann ist der Termin haltbar, da darf aber nichts dazwischen kommen. Und wir haben einen guten Eindruck von der Geschäftsleitung, die haben die Dinge im Griff. Über diesen guten Eindruck wollen wir gleich nach der Pause reden. Wir machen jetzt einen kleinen Werbebreak. Wir sind ja privat und müssen ein bisschen Geld verdienen. Dann sind wir wieder da mit Martin Burkhardt, er ist der Vorsitzende des Verkehrsausschusses. Und dort war letzte Woche der Chef des BER-Flughafens, Herr Mühlenfeld. Und dann erzählen wir mal, was dabei rauskommt. Denn jetzt steht zumindest Monat und Jahr fest, November 2017. Wer es glaubt, wird selig, sagte man früher. Und ob das so ist, darüber sprechen wir nach der Pause weiter. Bleiben Sie also dran.